Jo, servus. Hab jetzt noch 94%. Ich habe lustigerweise den Akku nicht drin gelassen und habe nur den Ersatzakku dabei. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wo der erste Akku ist. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt mal Falknerei runter wieder. Selbe Line wie mit dem Enduro letztes Mal wahrscheinlich. Mal gucken, was kommt. Helm habe ich jetzt einen anderen, Gläser habe ich immer noch die roten drin. Ich teste jetzt nochmal, wie die so sind. Klares Glas habe ich zur Not dabei, wenn es gar nicht geht. Aber ich denke mal, das geht. Helm habe ich wieder den Lead gekauft, den ich weggeschickt hatte. Den ich am Anfang nicht gut fand, wegen dem Doppel-D-Verschluss. Jetzt habe ich mich halt mehr oder weniger damit abgefunden. Weil der Pock, den ich hatte, irgendwie mir überhaupt nicht zugesagt hat. Ja. Naja, viel Spaß. Die hintere Bremse zieht noch gar nicht. Die habe ich neu eingeschlissen und gestern auch entlüftet vorne hinten. Die will aber gar nicht ziehen. Also sieht alles so ein bisschen himbeerig gerade aus mit den Gläsern. Nicht schlecht hier auf der Seite auf jeden Fall. Solange die Sonne scheint. Hast du einen Baumstamm gefahren? Uiuiui. Mir hat eben die Hose, den Arsch komplett zwischen Rad und Sattel geklemmt. Aber die sind zum Glück hier rausgekommen, sonst wäre das nicht so schlimm geendet. Ich hoffe auch, das Klackern ist weg. Ich habe jetzt noch eine neue Achse bestellt hier hinten. Da müsste das Klackern weg sein komplett. Jetzt zieht sie hinten wieder langsam, aber ich muss sie gleich nochmal einstellen. Was ist passiert? So, jetzt müssen wir hier leider schieben, weil ich nicht mehr in Enduro unterwegs bin, aber ich muss hier die Bremse, den Hebel ein bisschen einstellen. Jetzt müsste es besser sein. Die Griffweite war noch ziemlich weit weg. Plus Druckpunkt natürlich. Ich habe jetzt auch die roten Parts drin, falls man das sieht. Die hier, der Bolzen, die zwei Einstellschrauben, das. Und vorne hinten jeweils die Kolbendeckel in Rot. Macht schon was her. War zwar eine etwas teure Investition, weil für das Geld kriegst du halt eine Bremse. Aber es sieht geil aus, ne? Und die Teile verkaufe ich ja dann wieder. Zwar relativ günstig, also Hälfte vom Preis wahrscheinlich sowas. Aber ja, kann die immer jemand gebrauchen. Wenn nicht, kann ich sie als Ersatz nehmen. Kann ja dann quasi eine Kombi aus Rot und Schwarz machen. Oder Rot und Silber vorne halt. Weil die Teile vorne sind alle Silber gewesen, außer der Deckel. Ja. Ist schon schick. Krieg ich immer ein Schmunzeln, wenn ich das dann sehe. Nur so wie beim Enduro, da ist ja auch lila. Weiß auch nicht, ich könnte mir nicht so eine orangene oder so Bremse holen, wo ich dann blau oder so drauf kann. Ich finde, das sieht halt schon geil aus, aber das ist mir halt too much. Lieber so dezent halten, wie komplett rausknallen. Also, wenn die Bremse der ganze Sattel orange ist und dann noch ein Blau dazu. Ja, wenn du ein wildes Design auf dem Fahrrad hast, ja, aber sonst eher nicht so. Helm sitzt geil. Den hatte ich ja bei der Morphinauffahrt, Abfahrt schon drauf. Sitzt geil. Das einzige ist nur den Doppel-D durchlaufen, geht noch. Aber dann den Knopf reinmachen, musst du halt zwischen dem Wangenpolster irgendwie durch. Und das ist halt, ja,
semi-geil. Aber so an sich Komfort und Gewicht geil. Luft kriege ich eigentlich auch gut. Kommt eigentlich auch gut was durch. Und von daher, und das, was ich bezahlt habe für den, ja, kriegst du nichts Besseres. Auf keinsten. So. Fahren wir mal hier weiter. Ich hoffe, wie gesagt, das Klackern ist weg. Es dürfte eigentlich nur noch Steckachse sein. Ansonsten habe ich eigentlich komplett alles gefixt. Ja, hinten hat die mal gebissen, die Bremse, also reingegriffen, dass sie schon gefaucht hat, oder wenn man das nennen soll. Deswegen habe ich sie angeschliffen, die Scheibe und die Belege. Jetzt ist es vorne ein bisschen zu weit weg. So. Deswegen, ich hoffe, dass das weg ist. Ja, muss ich mal gucken. Was für ein Anlieger. Habe ich nicht gewusst, dass das jetzt schon frei ist. Schon sehr schön, ja. Wahrscheinlich mit einem Enduro besser als mit einem Downhiller. Ja, gut. Warum da jetzt? Ach, hier geht's lang. Okay. Aber warum die hinten zu? Geht leider immer noch zu. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr aufgemacht, so viel wie da drin liegt. So, also Schloss muss eigentlich frei sein. Wir haben 8.43 Uhr. Sollte eigentlich easy sein. Hoffe ich mal. Sehen wir gleich. Thank you.